Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, lieber Herr Staatssekretär Saathoff, wenn Sie in einen Prozess einsteigen und von den Ländern Grundgesetzänderung abverlangen, dann müssen Sie natürlich den Gesprächsfaden auch weiterführen. Was wir aus den Ländern hören, ist regelmäßig, Sie fordern Grundgesetzänderung und dann wird nicht mehr miteinander geredet. Ich finde, das ist kein guter Stil. Und wenn man was möchte, ist das Gespräch besser als eine Forderung hier am Rednerpult. Aber ich war einigermaßen erstaunt, bin mir nicht ganz sicher, ob wir über den gleichen Gesetzentwurf reden. Sie haben mehrfach die Bundesverwaltung angesprochen. Und ich will mal vorab sagen, ja, Bundeskanzleramt und Ministerien verpflichten sich, ein erhöhtes Schutzniveau anzugehen. Aber ehrlicherweise in Ihrem 44 BSI-Gesetz, den Sie da jetzt haben, da schreiben Sie oder nehmen Sie Bezug auf das Kompendium, das Grundschutzkompendium des BSI, ein Leitfaden des BSI, der jetzt Gesetzeskraft bekommen soll, der am 01.01.26 modernisiert und fortgeschrieben werden soll. Darauf nehmen Sie Bezug. Sie erheben einen Leitfaden zu Gesetzesstatus. Das ist irgendwie relativ schräg und man fragt sich, wie das Ganze beim BMJ durch die Rechtsförmlichkeitsprüfung gelangt ist. Aber ich will mal sagen, die nachgeordneten Behörden, die Bundesverwaltung insgesamt, wird weiterhin nur die Mindestanforderungen aus der UP-Bund, einem Kabinettsbeschluss aus 2017 und Mindeststandards des BSI erfüllen. Und das ist doch vollkommen schräg nach dem, was wir jetzt gerade gehört haben. Die Angriffe da nehmen zu in einer Zahl, die explodiert. Und ich will mal ein Fallbeispiel machen, das gar nicht alt ist. Eine Pressemitteilung des BSI vom 31.07.2024. Da nehmen Sie Bezug auf das Bundesamt für Kartografie und Geodäsie. Es habe ein schwerer Cyberangriff stattgefunden 2021 durch staatliche chinesische Akteure. Spionagezwecke, Infiltration, Endgeräte von Privatpersonen, Unternehmen seien mit Verschleierungsnetzwerken genutzt worden. Und Zitat aus der Pressemitteilung, eine Bundesbehörde wichtige Funktionen für eine Vielzahl staatlicher und privatwirtschaftlicher Einrichtungen, auch im Bereich der kritischen Infrastruktur, wahrnimmt, ist angegriffen worden. Und genau diese Bundesämter, diese nachgelagerten Bundesbehörden lassen Sie weiterhin auf dem nach BSI-Ansicht miserablen und nicht mehr ausreichenden Schutzniveau arbeiten. Das ist ganz, ganz schwach und reicht den tatsächlichen Bedrohungen gar nicht aus. Und das BSI haben Sie angesprochen. Die Befugnisse werden massiv erweitert. Aus dem IT-SIG 2.0, dem Sicherheitsgesetz, sind schon Erfordernisse erwachsen, ja, wo Planstellen, 800 Planstellen kalkuliert worden sind. Die sind noch nicht mal besetzt. Das BSI ist noch nicht mehr in der Lage, das Personal aufzubauen für die Anforderungen seinerzeit. Und jetzt packen Sie noch alles Mögliche obendrauf, wollen das BSI sogar weiterentwickeln zu einer Zentralstelle, was durchaus richtig und gut ist. Aber dann müssen Sie es doch auch unterfüttern. Und wie sehen denn die Realitäten aus? 21 Millionen Euro weniger im Haushalt dieses Jahres und für 2025, Entschuldigung. Und dann spricht Ihre Ministerin im Zuge der sogenannten Sicherheitsmilliarde davon, dass der nächste Haushalt ein echter Sicherheitshaushalt wird. Damit setze man so, Zitat, die richtigen Prioritäten. Das BSI kriegt nichts und ganz im Gegenteil, es kriegt sogar weniger. Sie setzen nicht die richtigen, Sie setzen komplett falsche Prioritäten, meine Damen und Herren. Und einen Punkt zum Abschluss möchte ich auch noch ansprechen. Und das haben Sie uns ja, wir haben einen eigenen Antrag auf den Weg gebracht, Stichwort europäische Kohärenz mit dem Kritis-Dachgesetz. Sie müssen kritisch gesamt denken. Und das Zitat, das wir gehört haben, ist, dass wir das in unserem Antrag, den wir vorgestern beraten haben, nicht ausreichend getan hätten. Wir hatten den Punkt allerdings drin. Aber wo ist denn das Kritis-Dachgesetz? Sie bauen sozusagen das Haus zum Schutz der kritischen Infrastruktur und haben kein Dach drauf. Sie lassen kritische Infrastruktur schutzlos zurück. Und wenn man sich dann vorstellt, dass aus dem Kritis-Dachgesetz ja auch noch Anforderungen in die NIS-2-Umsetzung rüberschwappen, zum Beispiel die Sicherheitsüberprüfung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei Kritis, Betreibern. Die gibt es noch gar nicht. Die ist im Kritis-Dachgesetz angelegt. Und Sie glauben doch nicht ernsthaft, dass es reicht, kritische Infrastruktur zu schützen oder schützen zu wollen und Mitarbeiter ohne entsprechende Überprüfung ein- und ausgehen zu lassen. Auch das sind Nachlässigkeiten, die in diesem Gesetz unbedingt behoben werden müssen.
Sie sprechen Bürokratiearmut an. Ich wünsche Ihnen dabei viel Glück. Die Skepsis ist riesengroß und die Kritisbetreiber gucken schon genau hin. Länder und Kommunen sind genannt, aber auch was die Bundesverwaltung oder was die Bundesregierung sich für ihre Bundesregierung rausnimmt, das ist schon allerhand. Ihre Cybersicherheitsagenda hier auch mit diesem Gesetz ist ein Schweizer Käse in einer vernetzten Gesellschaft. Und das ist die Vorgehensweise wie beim Sicherheitspaket. Das, was dabei rumkommt, ist wirklich zu dünne. Es wird jetzt wahrscheinlich wieder in den Ampelreihen beraten bis zum Nimmerleinstag. Aber es ist wirklich noch viel Arbeit für Sie zu tun. Vielen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner ist für Bündnis 90 Die Grünen, der Kollege Mike Außendorf.